So, Rathaus ist zu. Ich brauche deine Hilfe. Frank Fairchild, Suchauftrag. Ich bin dir unendlich dankbar, dass du Sherry gerettet hast. Ich kann dir gar nicht sagen, was du für mich und Neusorpikal bedeutest. Was? Was das für mich und Neusorpikal bedeutet? Ich dachte schon, es kommt sehr komisch rüber. Du hast dir unseren ewigen Dank verdient. Schatz? Ich habe gehört, dass der Kult von Bar den alten Tempel fluchtartig verlassen hat, sodass sie nicht genug Zeit hatten, alle ihre Sachen mitzunehmen. Es sollte noch viel da unten sein. Also wenn du tapfer genug bist, danach zu suchen, es gibt eine Menge lästiger Monster dort, also war sehr vorsichtig, wenn du gehst. Ja, da haben wir schon aufgeräumt. Und es war primär Ungeziefer, aber... Okay. Oh, zwei Stufenaufstiege. Sehr schön. So, was haben wir denn mal Schönes? Du... Ja, komm, gehen wir gleich mit Bogen weiter hoch. Du... Ja, du solltest eigentlich auch Kette mal hochbringen, damit du ein bisschen mehr aushältst. Falle hast du schon hoch genug, Meditation brauchst du allerdings auch. Ja komm, Meditation ist wichtiger. Und Wasser, damit du nachher auch da Experte werden kannst. Und da wir gerade praktischerweise drei Punkte in... noch über haben, kommen die in den Speer. Hat sie nämlich 0. So, du bist schon Feuerexperte. Bekommst also... Das wären 6. Wir könnten auf 7 kommen mit 13. Und sie hat eh meistens recht viele Zauberpunkte über. Also ja, komm. Zang, zang. So, 7. Meditation brauchst du auch. Ich mache da mal Bogen auf 4, damit sie Experte werden kann. Meditation auf 3. Du brauchst auch noch Bogen. Aber das muss wohl warten. So, was haben wir noch? Wir haben jetzt 7800 Gold. Das ist schick. Schön, dass du da bist. Um ein Meister in Feuermiege zu werden, musst du mit Jezebel in Mist sprechen. Von Mist haben wir gehört. Das soll eine Insel der Magier sein. Also keine fliegende Insel, sondern eine richtige Insel. Da soll man von Freehaven aus hinkommen. Aber wir waren noch nicht mal in Freehaven. Das ist ein Schön, dass du da bist. Meditationsexperte. Zing. Ja. Was ist mit Kondition? Das haben wir immer noch nicht, ne? Nee. Was schaust du dir da an? Können wir hier auch nicht lernen. Und drüben in der Vagabundenhöhle da auch nicht. Kondition wird doch schon recht praktisch, also für alle unsere Helden, damit sie mehr aushalten. Geschlossen. Warten. Wen haben wir denn da? Ja, nö. Müssen wir eine andere Trainingseinrichtung finden? Also in Iron Fist zum Beispiel haben wir ja noch eine neue Schule gefunden. Da könnten wir kurz reingucken. Ich ruhig um. Neuer Tag ist inzwischen ja auch. Du. Ah, sieht auch schon mal ein bisschen besser aus. Es fehlen noch einige rote Reagenzen. Aber wir haben dafür schon mal einen da. Ja, ich würde sagen, dann können wir auch schon wieder zurück. Geschlossen. Komisch motiviert dafür, dass sie jetzt schon seit 48 Stunden wach ist. Ah, Iron Fist. Und ich meinte die Schule hier. Geschlossen. Die geschlossen hat. Bist du bereit, etwas Neues zu lernen? Hier können wir es allerdings auch nicht lernen. Schade. Na gut, wir wollen Bogenexperte werden. Oh, hallo. Für 2000 Gold. Das ist echt unverschämt teuer. Bist schon Experte. Kannst noch nicht. So, was haben wir noch Schönes? Panzerexperte, Reparierenexperte, Luftexperte, Handelsexperte. Haben wir nichts wirklich von gehört, außer Plattenexperte, der hier hinten ist. Und eventuell Reparierenexperte oben auf dem Hügel. Da müssen wir gleich mal gucken. 10. Oh, hallo. Schoki.
Meister können wir werden bei Burg Temper. Waren wir auch noch nicht. Wir haben noch ziemlich viel zu erforschen. Aber eigentlich wollte ich hier erst noch ein bisschen mehr schaffen, bevor wir in die weite, weite Welt hinausgehen. Der nächste Schritt wäre dann wahrscheinlich wirklich Freehaven. Das ist so der Knotenpunkt und eine richtig große Stadt. Jedenfalls verglichen mit dem, was wir bisher so kennen. Oh, hallo. Erkennen schön, haben wir schon. Oh, hallo. Schön, entschärfen. Ah, da gab es doch keine Reparieren hier. Schade, schade. Das heißt, wir verprassen unser letztes Geld jetzt für was? Feinsten Waffen im Land. Für die feinsten Waffen im Land? Nö, nicht wirklich. Absolut nicht. Geh weg. Die feinsten Rüstungen im Land. Das sieht schon besser aus. 16, 10 plus 6. Dich kaufen wir erstmal. Plus 10 alle Resistenzen. Ja, ich muss dran denken, dass wir zwei Kettenträger haben und nur eine Lederträgerin. Also vielleicht auch nicht ganz so viele Ledersachen kaufen. Du hast keinen Helm. Die feinsten Rüstungen im Land. Helm kaufen. So. Jetzt haben alle ulkige Helme auf. Und wir haben jetzt wieder ganz wenig Gold, das nicht reichen wird, um ordentliche Zauber zu kaufen. Die Magie des Lebens. Fluch entfernen. 810 nur. Der ist gekauft. Schutzengel, Glückstag. Nee. Körper. Die Magie der Heilung. Wunden heilen haben wir, Gift heilen haben wir. Und hier dürfen wir immer noch nicht rein, ne? Nö. Gut, also, wir haben das Dragonerlager noch. Was aber echt garstig klingt. Und auch garstig war. Und wir haben den Tempel von Bar. Tempel von Bar war sehr, sehr viel töten. Vor allem kleinen Kram. Aber ich hoffe einfach mal durch die zwei Stufenanstiege, die wir jetzt haben. Und ein bisschen bessere Ausrüstung. Dass das ein Zacken schneller geht. Zumal wir jetzt ja auch Heldentum und Segen immer wieder schön für die ganze Gruppe waffen können. Und wir eine neue Experten-Bogenschützen haben. Ja, das müsste hinhauen. Also, wir hätten gern Segen. Hätten gern Waha. Hätten gern Fackellicht. Dann hätten wir noch gerne Schutz vor Feuer. Für die ein, zwei Magier drin sind. Heldentum mache ich erst, sobald wir auf Pfeile umgestiegen sind. Aber du kannst schon mal Präzision auf ihn machen. Weil das Heldentum hält halt nur eine Stunde noch was. Da macht es wenig Sinn, das jetzt schon zu zaubern. So. Wir hatten hier unten noch nicht alles gemacht. Das da fehlt, glaube ich, noch. Und hier oben sind richtig viele Gegner. Ich glaube, ich gucke erstmal kurz zu den richtig vielen Gegnern. Nur mal, um so ein kleines Gefühl dafür zu bekommen. Die roten Punkte sind geil. Da. Ah, ist ein riesiger Haufen. Jo, 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 jo. Aber alle Skelette, es gibt alles Geld. Oh, ich sollte mit ihr den Zauber kurz wegmachen. Ach, konnte ich ja nicht, Mist. Ich konnte ihn nicht abwählen. Okay. Ja. Dann halt einfach alles zu Klo bauen. Ja, also Myrrhe muss da bald mal nachziehen, was Zauber angeht. Wenn möglich mit einem Blitzstrahl, sobald sie Experte ist. Und wir eine Schule gefunden haben, die auch einen Blitzstrahl verkauft. Die Insel Myst klingt da ja recht interessant. Das sind echt nur kleine Skelette.
Also wenn jetzt die großen bei wären, die etwas gelblicheren oder die roten sogar, müssten wir eventuell ein paar Mal verfluchen. Apropos Fluchen. Ziehen. Oh. Viermal daneben geschossen. Warte mal. Du. Hey, Doom. Aber es ist doch besser machbar, als ich dachte. Kommen wir immer so schön peu à peu. Gut, dass wir am Anfang nicht stehen geblieben sind, als die alle aufgetaucht sind. Das waren so dermaßen viele. Oh. Ah. 1025 Gold schon wieder. Oh, und wenn man von den Garstigen spricht, da war der erste. Ich denke mal, da kommen ja noch ein paar mehr. Was macht da unten? Ja, hab schon zwei gesehen. Da ist der nächste. Skelettritter. Ich bin ziemlich sicher, dass die auch schon verfluchen können. Oh. Nicht so weit zurückdrängen lassen. Sonst schlagen die anderen gleich durch die Wand. Von oben nach unten durch. Das hat man bei den Spinnen ja auch schon. Und eben war hier einer. Genau, du. Hast dich einfach abgesetzt. Warum auch immer ein Skelett fliegen sollte. Oh, erstes rotes. Töten. Töten. Irgendwas ist gerade verschwunden bei Zaubern. Hey, du musst noch da. Segen ist weg. Du Segen. Genau, flieh. Flieh dann vor der Macht unserer Pfeile. Oh, oh, oh. Zwei rote, drei rote. Ich habe gleich alle drei hinter mir. Zauber zwischendurch mal. Machst ja doch dezent mehr Schaden als alle dann zusammen. Schieß, Feuerball, schieß. So. Schieß. Okay. Da ist gerade irgendwas durchgeglitscht. Schon mal vorbereiten. So ein, oh, so ein richtiger Feuerball, wie der hier immer aus der Wand geschossen kommt. Das wäre irre praktisch für Talana. Könnten wir hier richtig leicht aufräumen. Wir müssten halt nur aufpassen, dass wir nicht aus Versehen uns selbst wegwurzeln. Aber dafür haben wir Schutz vor Feuer oder so ähnlich, ne? du. Ich frage mich, was da oben überhaupt noch alles ist. Ich meine, es sah so aus, als wenn das ganze Gebiet nur um diesen Gong angerichtet wäre. Deswegen hatte ich das ja auch für das Geläut der Harmonie gehalten, was wir hier drin suchen sollen. Aber das hat nichts gemacht, außer ganz viele Skelette auf den Plan gerufen. Was ja ganz schick und so ist, wegen Erfahrungspunkten und Gold, aber ich würde eigentlich ganz gerne den Auftrag viel lieber machen. Sind auch ein paar. Du zaubern. Und das Ganze machen wir jetzt mit einer Schlafladung sozusagen. Also sonst sind wir immer vorgelaufen, haben ganz viele Zauber gespammt, waren dann innerhalb von 20 Sekunden leer sozusagen. Und mussten dann wieder schlafen. Das jetzt ist alles ein Anlauf. Ich kann ja auch hier hochlaufen. Wobei jetzt die Zauberpunkte für der Lade auch leer sind. Und wir nicht genug haben für ein neues Heldentum. Das ist ärgerlich. Und ja, wir könnten gleich mal eine kleine Pause einlegen. 1600 Gold. Und ich sehe kaum noch rote Punkte.
Ich glaube, ich mache doch keine Pause, sondern töte hier noch eine Weile. Oh, rot. Das wäre schon ganz schick, wenn wir hier drinnen schlafen könnten. Also nachdem alle Skelette tot sind. Weil jedes Mal durch den Feuerballgang dazu laufen, ich weiß ja nicht. So, Lay, kannst du vielleicht noch einmal Heldentum? Nein. Na komm schon. Noch einmal Heldentum? Nee, jo. Ah ja, das wird schick, wenn wir alle vier auf Bogenmeister haben. Mit zwei geschossenen Pfeilen pro Charakter. Oh. Nicht gut. Ganz schön flott. Und viel zu nah an uns ran. Oh, du bist da kaputt. Gut. Komm. Oh. Na gut, ich muss eh hier lang. Deine Freunde zu töten. Zink. Breitschwert? Ich weiß es nicht. Aha. Ah, okay. Oh. So viel zu der genialen Theorie. Ah ja, gleich sind alle tot. Gleich kann ich hier schlafen. Ach du. Da hinten sind noch viel mehr. Die wurden nur nicht getriggert, weil ich nicht weit genug rangelaufen bin. Ja, doch. Ich glaube, schlafen klingt echt gut. Und der Feuerball ist sauber. Also ein, zwei würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Genau, ihr beiden. Okay, doch noch. Prügel ihn nieder. Das klappt auch überall. Oh, überraschend gut. Einfach im Nahkampf. Und wenn Nurum jetzt ihr Speer noch auf Experte hätte, dann wäre das sogar einigermaßen machbar. Aber wir haben ja immer mal Phasen zwischendurch, wo Gegner zu nah rankommen, aus Versehen beim Rückwärtslaufen. Und dann haut halt jeder mit seiner Nahkampfwaffe zu. Das heißt, wenn wir die Nahkampfwaffen auch so ein bisschen hochbringen, können wir damit unsere Angriffskraft noch mehr steigern. Ich wollte eigentlich längst schlafen. Nur noch ein Skelett. Okay, jetzt aber echt nur noch du. Wenn du tot bist, dann gehen wir raus hier. So. Nicht mehr umdrehen, aber weiterlaufen. Laufen. 2000 Gold schon. So. Westen. Hier können wir schon schlafen. Gut, schlafen. Auge. Fackellicht. Segen. Heldentum noch. Und dann können wir uns eigentlich schon wieder umdrehen und zurücklaufen. Heldentum. Aber ich speichere jetzt erstmal ab. Und in der nächsten Folge räumen wir weiter da oben auf. Weil das rentiert sich ja doch ganz schön. Also 2000 Gold haben wir schon wieder zusammen. Erfahrungspunkte zwar noch nicht bei der nächsten Stufe. Aber ist nicht mehr allzu weit weg. Und wir kommen näher an das Geläut der Harmonie. Also, bis gleich.